Zum Thema Gleichung zweiten Grades starten wir mit einer Einleitungsaufgabe. Bei einer Feier stößt jeder mit jedem an. Die Gläser klingen 435 Mal. Frage, wie viele Gäste sind anwesend? Wer sich mit Kombinatorik nicht gut auskennt, weiß hier nicht so recht, womit er anfangen soll. Wenn das der Fall ist, dann sollte man es mal mit dem Ende versuchen, wie so oft. Das Ende ist hier die Anzahl Gäste. Nehmen wir ein einfaches Beispiel und stellen uns vor, es seien 5 Gäste anwesend. Wir nennen sie A, B, C, D, E. Gast A stößt an mit B, mit C, mit D und mit E. Er stößt also 4-mal an. Die Gläser klingen 4-mal. Der Gast B hat mit A schon angestoßen. Er stößt also noch an mit C, D und E. Das heißt, die Gläser klingen zusätzlich 3-mal. Person C hat mit A und B schon angestoßen. Sie kann also nur noch mit D und mit E anstoßen, 2 zusätzliche Klings. Und die Person D stößt nur noch mit E an. Sind also 5 Gäste anwesend, dann führt das zu dieser Rechnung und die Gläser klingen dann insgesamt 10-mal. Wenn 12 Gäste anwesend sind, dann führt das automatisch zur Rechnung 11 plus 10 plus 9 und so weiter bis plus 3 plus 2 plus 1. Sind 20 Gäste anwesend, dann führt das zu der Rechnung 19 plus 18 plus 17 und so weiter bis plus 3 plus 2 plus 1. Sind also x Gäste anwesend, dann führt das automatisch zur Rechnung x minus 1 plus x minus 2 plus x minus 3 und so weiter bis plus 3 plus 2 plus 1. Wenn man diese Rechnung von rechts nach links liest, dann erkennt man, dass das die Summe der x minus 1 ersten natürlichen Zahlen ist, die verschieden sind von 0. Und das erinnert selbstverständlich stark an die Formel von Gauss, die ermöglicht, genau diese Summe der n ersten natürlichen Zahlen, verschieden von 0, schnell zu berechnen. Die Formel besagt, man nehme die letzte der natürlichen Zahlen, multipliziere die mit der darauf folgenden und teile dieses Produkt durch 2. Machen wir das hier. Wir nehmen die letzte, x minus 1, mal die darauf folgende, das ist x, und teilen dieses Produkt durch 2. Die Gläser klingen also so oft, wenn x Gäste anwesend sind. Wir wissen aber, dass die Gläser 435 Mal klingen, also muss dieser Bruch gleich 435 sein. Die Zahl 2, die hier teilt, setzen wir rechts rüber, dann multipliziert die da. 2 mal 435 macht 870. Und links können wir dieses x noch auf diese Klammer verteilen. So. Und diese 870 setzen wir jetzt noch links rüber, dann führt das automatisch zu dieser Gleichung zweiten Grades mit einer Unbekannten. Unsere Aufgabe führt also zu einer Gleichung zweiten Grades mit einer Unbekannten. Definieren wir solch eine Gleichung. Eine Gleichung ist zweiten Grades mit einer Unbekannten, wenn die einzige Unbekannte in der zweiten Potenz auftritt und in keiner höheren als der zweiten. Die allgemeine Form einer Gleichung zweiten Grades ist diese da. Ax² plus bx plus c gleich 0. Und wir können hier ohne Einschränkung annehmen, dass die Zahl a verschieden ist von 0, denn wäre a gleich 0, dann wäre dieser x²-Term gar nicht da. Dann wäre das eine Gleichung ersten Grades, bx plus c gleich 0. Wir haben jetzt hier eine solche Gleichung zweiten Grades mit einer Unbekannten, die man auch häufig einfach Gleichung zweiten Grades nennt oder auch quadratische Gleichung. Aber
Wie löst man solch eine Gleichung zweiten Grades? Genau damit wollen wir uns jetzt beschäftigen und lösen diese Gleichung zweiten Grades. Um die zu lösen, teilen wir zuerst einmal die ganze Gleichung durch die Vorzahl von x² durch 2 ist gemacht. Und diese Gleichung schreiben wir etwas anders. Und zwar so. Dieser Faktor 5 halbe, den teilen wir durch 2 und multiplizieren ihn auch sofort wieder mit 2, sodass wir insgesamt nichts geändert haben. Hier ist ein bisschen Platz freigelassen worden. Das ist, weil wir jetzt hier eine Zahl addieren werden, die wir dann aber auch sofort wieder subtrahieren. Wir werden addieren das Quadrat von diesem Bruch 5 Viertel. Nachher sehen wir, warum wir das so machen. Wir addieren 5 Viertel im Quadrat, müssen diese Zahl aber dann auch sofort wieder subtrahieren, sodass wir die Gleichung nicht geändert haben. Es ist immer noch dieselbe Gleichung. Warum macht man das jetzt? Das ist aus dem Grund, diese drei ersten Termen hier ergeben ein Quadrat. Diese drei ersten Termen bilden genau das Quadrat von x plus 5 Viertel. So. Denn x plus 5 Viertel im Quadrat kann berechnet werden durch die binomische Formel a plus b im Quadrat. Das macht a Quadrat, steht da, plus 2 mal a mal b, das steht da, deshalb die 2, plus 2 mal a mal b und dann plus diese Zahl b im Quadrat. Deshalb haben wir hier 5 Viertel im Quadrat addiert. Wir haben eigentlich die zwei Termen hier ergänzt mit dem dritten Term, sodass die drei zusammen ein Quadrat bilden. Und diesen Vorgang nennt man quadratische Ergänzung. Die Zahl minus 5 Viertel im Quadrat, die setzen wir hier rechts rüber, die wird dazu plus 5 Viertel im Quadrat. Und dasselbe machen wir mit minus 3 halbe, bildet rechts plus 3 halbe. Diese kleine Rechnung führen wir noch schnell durch. So führt das automatisch zu 49 Sechzehntel. Und dieses Quadrat wird jetzt noch rechts rüber gesetzt, wo es zu plus minus Quadratwurzel wird. Also x plus 5 Viertel, das ist dasselbe wie plus minus Quadratwurzel von 49 Sechzehntel. Das heißt plus minus 7 Viertel. Jetzt brauchen wir nur noch die Zahl 5 Viertel rechts rüber zu setzen. Die wird dann dazu minus 5 Viertel. So erhalten wir also x gleich minus 5 Viertel plus minus 7 Viertel. Wir haben hier zwei Rechnungen, die eine mit plus, die andere mit minus. Teilen wir also auf, wir machen separat die eine Rechnung mit plus und die andere mit minus. Die Rechnung mit plus führt also zu minus 5 plus 7 Viertel, so. Das macht 2 Viertel, das heißt ein halbes. Und die Rechnung mit Minus führt zu minus 5 minus 7 Viertel, so, und das macht minus 3. Diese Gleichung zweiten Grades hat also zwei Lösungen, die wir in der Lösungsmenge festhalten, minus 3 und ein halbes. Diesen Vorgang hier mit der quadratischen Ergänzung kann man eigentlich bei jeder Gleichung zweiten Grades anwenden. Und da man das bei jeder Gleichung zweiten Grades machen kann, machen wir es jetzt ein für alle Mal für die allgemeine Gleichung zweiten Grades. Wir gehen genauso vor wie im Beispiel. Zuerst einmal teilen wir die ganze Gleichung durch a. Wir wissen, dass wir das dürfen, denn a ist ja nicht 0. Hier nehmen wir jetzt für dieses Binom die quadratische Ergänzung vor, das heißt, wir sorgen dafür, dass da eine 2 steht, deshalb teilen wir diesen Bruch durch 2 und multiplizieren ihn auch sofort wieder mit 2, so. Und hier wird dann noch das Quadrat
von diesem Bruch addiert und dann auch sofort wieder subtrahiert, so dass man an dieser Rechnung nichts geändert hat. Diese Addition von dem Quadrat führt dann zur quadratischen Ergänzung von diesem Binom, denn dieses Trinom hier, das bildet ein Quadrat, und zwar x plus b auf 2a im Quadrat. Überprüfen wir a plus b Quadrat, binomische Formel, das macht a Quadrat, steht da, plus 2 mal a mal b, plus 2 mal a mal b, steht da, plus b Quadrat, steht auch da. Also diese drei Terme zusammen bilden dieses Quadrat und die zwei anderen Terme setzen wir rechts rüber. Dieses Quadrat ist mit einem Minus versehen, rechts rüber gesetzt ist das Minus also verschwunden und c auf a wird auch rechts rüber gesetzt und wird dazu minus c auf a. Um diese zwei Brüche hier zu subtrahieren, machen wir sie gleichnamig. Also multiplizieren wir hier Nenner und Zähler mit 4a. So erhalten wir den gemeinsamen Nenner 4a Quadrat und dann werden die Zähler subtrahiert. Das führt dann zu diesem Zähler b Quadrat minus 4ac. Unsere Gleichung zweiten Grades führt also zu dieser Gleichung hier und das durch quadratische Ergänzung. Jetzt schauen wir uns das etwas näher an. Links steht das Quadrat einer reellen Zahl. Das ist immer größer oder gleich 0. Rechts steht dieser Bruch. Der Nenner ist immer streng positiv, da a ja nicht 0 ist. Der Zähler, ja, das können wir so nicht sagen. Das Vorzeichen vom Zähler hängt von den Werten der drei Zahlen a, b und c ab. Aber wenn dieser Zähler streng negativ ist, dann ist der ganze Bruch streng negativ, weil der Nenner ja streng positiv ist. Und wenn der ganze Bruch streng negativ ist, dann geht das nicht, denn das Quadrat einer reellen Zahl kann unmöglich gleich zu einer streng negativen Zahl sein. Also, wenn dieser Zähler streng negativ ist, dann geht die Gleichung nicht auf. Wenn der Zähler gleich 0 ist, dann ist der ganze Bruch 0. Und das Quadrat dieser Zahl ist gleich 0, das geht sehr wohl auf. Das ist dann der Fall, wenn die Zahl 0 ist. Wenn dieser Zähler streng positiv ist, dann ist das auch möglich, denn das Quadrat einer reellen Zahl kann gleich zu einer streng positiven Zahl sein. Die Diskussion, die wir also hier führen werden, hängt von dieser Zahl b² minus 4ac ab. Und da diese Zahl hier so wichtig erscheint, gibt man ihr einen Namen. Man nennt sie die Diskriminante der Gleichung und bezeichnet sie mit Delta. Delta wie Diskriminante. Die folgende Diskussion hängt von dieser Zahl b² minus 4ac ab. Diese Zahl nennt man die Diskriminante der Gleichung und bezeichnet sie mit Delta. Für diese Zahl b im Quadrat minus 4 mal a mal c gibt es drei mögliche Fälle. Entweder die Zahl ist 0 oder sie ist streng negativ oder sie ist streng positiv. Schauen wir zuerst in dem Fall, wo Delta gleich 0 ist. Wenn diese Zahl b² minus 4ac gleich 0 ist, dann ist der ganze Bruch 0 und diese Gleichung wird dann zu dieser da. Das Quadrat einer reellen Zahl kann nur 0 sein, dann und genau dann, wenn diese Zahl 0 ist, also wenn x minus b auf 2a ist. In dem Fall, wo Delta 0 ist, hat diese Gleichung also eine Lösung, und zwar minus die Zahl b geteilt durch 2 mal diese Zahl a. Diese einzige Lösung stecken wir in die Lösungsmenge. Zweiter Fall, wenn Delta streng negativ ist, dann ist diese Zahl hier streng negativ, dann ist der ganze Bruch streng negativ. Das Quadrat einer reellen Zahl kann aber unmöglich gleich
zu einer streng negativen Zahl sei. Dann hat die Gleichung also keine Lösung und die Lösungsmenge ist dann leer. Dritter Fall, wenn Delta streng positiv ist, dann ist dieser ganze Bruch hier streng positiv, dann geht die Gleichung auf. Schreiben wir die Gleichung nochmal auf, indem wir b² minus 4ac sofort durch Delta ersetzen. Dieser Bruch ist streng positiv und somit können wir das Quadrat rechts rübersetzen. Das wird dann dazu plus minus Quadratwurzel von diesem streng positiven Bruch. Jetzt setzen wir noch die Zahl b auf 2a rechts rüber und dann führt das zu x gleich minus b auf 2a plus minus diese Quadratwurzel, das ist dann die Quadratwurzel von Delta, geteilt durch 2a. So, diese zwei Brüche müssen jetzt addiert oder subtrahiert werden. Dazu müssen wir sie gleichnamig machen, wir haben Glück, sie sind es schon. Also finden wir für x minus b plus minus die Quadratwurzel von Delta geteilt durch 2a. In dem Fall, wo Delta streng positiv ist, hat diese Gleichung zweiten Grades, also zwei verschiedene Lösungen, die wir sofort in die Lösungsmenge hineinstecken. Die eine Lösung finden wir, wenn wir die Rechnung mit Minus machen und die zweite Lösung finden wir, wenn wir diese Rechnung mit Plus machen. Fassen wir das Ganze jetzt zusammen. Die Gleichung zweiten Grades löst man, indem man zuerst die Diskriminante Delta berechnet. Delta ist immer b² minus 4 mal a mal c. Für diese Diskriminante gibt es drei Fälle. Wenn sie gleich 0 ist, hat die Gleichung nur eine Lösung, und zwar minus b auf 2a. Wenn die Diskriminante streng negativ ist, dann hat die Gleichung keine Lösung. Lösungsmenge ist leer. Und wenn die Diskriminante streng positiv ist, dann hat die Gleichung zwei Lösungen. Diese da. Diese Formeln hier werden sehr häufig benutzt und deshalb vergisst man die auch nicht. Die da ist eher selten und die vergisst man dann schon mal. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn wenn Delta gleich 0 ist, kann man trotzdem diese Formel benutzen, denn wenn Delta gleich 0 ist, dann entfällt dieser Term, dann findet man minus b auf 2a. Und hier, wenn Delta 0 ist, entfällt auch dieser Term, dann findet man hier nochmal minus b auf 2a. Deshalb sagt man, minus b auf 2a sei in diesem Fall eine Doppellösung. Entweder man sagt, das sind zwei Lösungen, die gleich sind, oder man sagt, es ist eine Doppellösung. Also wer die Formel vergisst, ist nicht weiter schlimm, der wendet hier drin an, dass Delta 0 ist und findet so diese Doppellösung. Schauen wir in zwei Beispielen, wie man jetzt eine Gleichung zweiten Grades sehr schnell lösen kann. Zum Beispiel diese da. A ist hier 1, b ist minus 5 und c ist 6. Rechts vom Ist-Zeichen steht nur die 0. Okay, wir berechnen zuerst Delta, b² minus 4ac, Delta ist also minus 5 im Quadrat, minus 4 mal die 1 mal die 6, 25 minus 24, das macht 1, 1 ist streng positiv, also sind wir im dritten Fall und wissen jetzt schon, dass diese Gleichung zwei verschiedene Lösungen hat. Man berechnet sie durch diese Formel. Also x gleich minus b plus minus die Quadratwurzel der gerade gefundenen Zahl Delta geteilt durch 2 mal diese Zahl a. Das führt dann zu 5 plus minus 1 geteilt durch 2. So. Und ab hier trennen wir auf. Wir machen die eine Rechnung mit Plus und die zweite mit Minus. Die Rechnung mit Plus führt zu 5 plus 1 macht 6 geteilt durch 2 macht 3. Und die Rechnung mit Minus führt zu 5 minus 1 macht 4 geteilt durch 2 macht 2. Diese Gleichung hat also zwei Lösungen, 2 und 3. Übrigens, man kann das schnell überprüfen.
x gleich 2 ist eine Lösung, also ersetzen wir hier drin x durch 2, um es zu überprüfen. 2 im Quadrat macht 4, plus die 6 da hinten macht 10. 5 mal 2 ist aber auch 10 und die wird von der anderen 10 abgezogen. Macht 0, passt. 3, 3 im Quadrat macht 9, 9 plus 6 macht 15 und 5 mal 3 macht auch 15. 15 minus 15 macht auch 0. Passt ebenfalls. Ein zweites Beispiel, dieses da. A ist 9, B ist minus 6 und C ist 1. Rechnen wir also Delta, B Quadrat, minus 4 mal A mal C. Das macht 36 minus 36. Das ist 0, also sind wir hier im ersten Fall. Die Gleichung hat eine Doppellösung, und zwar minus B geht da durch 2 mal A. Minus diese Zahl B, minus 6, geteilt durch 2 mal die Zahl a. Das führt dann zu 6 Achtzehntel, das heißt ein Drittel. Diese Gleichung hat eine Lösung, ein Drittel, Lösung, die wir sofort in die Lösungsmenge hineinstecken. Übrigens, wenn die Gleichung zweiten Grades nicht vollständig ist, das heißt, wenn ein Term fehlt, dann kann man die Gleichung schneller lösen als mit dem Delta-Verfahren. Zum Beispiel, wenn der unabhängige Term fehlt, c ist hier gleich 0, dann kann man sowieso immer ein x ausklammern. Das führt dann sofort zu diesem Nullprodukt. Ein Produkt von zwei Zahlen ist gleich 0, dann und genau dann, wenn die erste 0 ist oder wenn die zweite 0 ist. X ist 0 oder x ist 3 halbe. So haben wir viel schneller die zwei Lösungen gefunden als mit dem Delta-Verfahren. Wenn die Zahl b 0 ist, dann sieht die Gleichung wie diese aus. Dann setzt man alles rechts rüber außer den x-Quadrat-Term und setzt jetzt noch das Quadrat rechts rüber. Das wird dann dazu plus minus Quadratwurzel. Also haben wir hier auch sofort die zwei Lösungen, minus 3 halbe und plus 3 halbe gefunden. Das geht doch etwas schneller als das Delta-Verfahren. Jetzt werden wir die Gleichung zweiten Grades anhand ihrer Lösungen genauestens analysieren. Und zwar, entweder Delta ist streng positiv, dann sind die zwei Lösungen verschieden, oder Delta ist 0, dann sind die zwei Lösungen eben gleich. Also in dem Fall, wo Delta größer gleich 0 ist, hat diese Gleichung zweiten Grades zwei Lösungen. Wir nennen sie mal x1 und x2. Die sind verschieden, wenn Delta streng positiv ist, und sie sind gleich, wenn Delta gleich 0 ist. Wenn wir jetzt die Summe dieser zwei Lösungen rechnen, wir nennen die Summe s, die Summe der zwei Zahlen, das ist die erste plus die zweite. Also addieren wir diese zwei Lösungen, die eben gleich sind, wenn Delta 0 ist. Um diese zwei Brüche zu addieren, machen wir sie gleichnamig. Wir haben wieder Glück, sie sind es schon. Also werden die Zähler einfach addiert. Bei der Addition sehen wir hier Minuswurzel Delta und da Pluswurzel Delta. Die zwei Terme entfallen. Es bleiben also nur noch minus b und minus b. Das macht minus 2b. Und jetzt können wir den Bruch noch durch 2 kürzen und finden so, dass die Summe der zwei Lösungen dieser Gleichung hier abzulesen ist als minus b geteilt durch a. Also in der Gleichung selbst können wir die Summe der zwei Lösungen ablesen. Es ist minus diese Zahl b geteilt durch diese Zahl a. Diese Formel s gleich minus b auf a nennt man die erste Formel von Vieta. Jetzt rechnen wir noch das Produkt der zwei Lösungen. Wir bezeichnen es mit p. Dieses Produkt ist die eine Lösung mal die andere. Also ist es dieser Bruch mal dieser Bruch. Um zwei Brüche zu multiplizieren, multiplizieren wir die Zähler miteinander und die Nenner miteinander. Das führt dann sofort zu diesem Bruch. B²
minus Delta geteilt durch 4a Quadrat. Und dieses Delta können wir ersetzen durch das, was es ist, b Quadrat minus 4ac. Dieses Minus wird dann auf diese Klammer verteilt und b Quadrat minus b Quadrat verschwindet dann. Somit bleibt hier nur noch 4ac übrig. Und diesen Bruch können wir durch 4a kürzen und finden c auf a. Also das Produkt der beiden Lösungen ist in der Anfangsgleichung abzulesen. Es ist c geteilt durch a. Das halten wir sofort als zweite Formel von Vieta fest. Man nennt diese zwei Formeln Formel von Vieta zu Ehren des französischen Mathematikers François Viète, der auch Vieta hieß. Zwei Bemerkungen dazu. Die Formeln von Vieta können zum Lösen einer Gleichung oder zum Überprüfen der Lösungen dienen. Schauen wir in diesem Beispiel, das wir eben schon gelöst haben. Falls Delta größer gleich 0 ist, kann man hier drin die Summe sofort ablesen, und zwar die Summe muss sein minus b geteilt durch a, also minus minus 5 geteilt durch 1, das macht 5. Und das Produkt kann abgelesen werden als c geteilt durch a, 6 geteilt durch 1, das macht 6. Die Summe muss also 5 sein und das Produkt muss 6 sein. Es ist eigentlich nicht schwierig, zwei Zahlen zu raten, deren Summe 5 und deren Produkt 6 ist. Das können ja nur 2 und 3 sein. Wer sie nicht raten kann, der löst diese Gleichung eben mit dem Delta-Verfahren, stößt dann auf 2 und 3 und kann die Formel von Vieta dann nutzen, um diese Lösungen zu überprüfen. 2 plus 3 macht effektiv 5 und 2 mal 3 macht 6. Eine zweite Bemerkung zu diesen Formeln von Vieta. Die Gleichung zweiten Grades kann auch in diese Form geschrieben werden. Die Vorzahl von x² muss 1 sein. Da ist ein Minus, dann folgt das x. Und die Zahl dazwischen muss die Summe der zwei Lösungen sein. Da folgt das Plus und dann das Ist-Zeichen. Und die Zahl dazwischen muss das Produkt sein. Wieso? Ja, starten wir nochmal von der allgemeinen Gleichung zweiten Grades. Teilen die nochmal durch a und wir wissen, dass wir das dürfen, denn a ist ja nicht 0. Und dann sehen wir hier die Zahl c auf a. Genau das ist das Produkt. Und hier sehen wir b auf a. Das ist noch nicht die Summe, denn die Summe ist minus b auf a. Dann zerlegen wir eben dieses Pluszeichen in zwei Minuszeichen, ist gemacht. Und die Zahl, die hier zwischen dem Minus und dem x steht, das ist minus b auf a, das heißt die Zahl s, die Summe der zwei Lösungen. Und die Zahl, die hier zwischen dem Plus und dem Ist-Zeichen steht, das ist die Zahl c auf a, das heißt das Produkt der zwei Lösungen. So. Das heißt also, wenn eine Gleichung in dieser Form geschrieben ist, dann können wir die Summe sofort hier ablesen und das Produkt sofort da ablesen. Übrigens, das war der Fall in dem Beispiel hier drüber. Denn die Vorzahl von x² ist 1, soll ja auch so sein. Dann kommt da ein Minus und das x. Die Zahl dazwischen ist die Summe. Dann folgt ein Plus und das Ist-Zeichen und die Zahl dazwischen ist das Produkt. Wenn eine Gleichung also in dieser Form geschrieben ist, dann können wir Summe und Produkt noch schneller erkennen als durch die Formel von Vieta. So haben wir die Gleichung zweiten Grades gründlich analysiert. Wir wissen, wie man sie löst mit dem Delta-Verfahren. Wir wissen auch, wie man sie löst, wenn sie unvollständig ist. Und wir wissen sogar, wie man sie lösen kann mit den Formeln von Vieta. Oder wie man sie analysieren kann durch die Formeln von Vieta. Dann schauen wir noch, wie das mit den parametrischen Gleichungen läuft. Wir haben hier eine parametrische Gleichung mit dem Parameter m.
Die sollen wir jetzt diskutieren, je nach allen reellen Werten für m. Sofort fällt dann auf, wenn m 2 wäre, dann wäre die Vorzahl von x² gleich 0. Dann würde der x²-Term entfallen und dann wäre das gar keine Gleichung zweiten Grades. Also müssen wir hier unter zwei großen Fällen a und b unterscheiden. Entweder die Vorzahl von x² ist 0 oder sie ist es nicht. Schauen wir im ersten Fall, wenn sie 0 ist. Solch ein Fall muss immer bezüglich dem Parameter beschrieben werden. M-2 ist 0, dann und genau dann, wenn M 2 ist. Immer bezüglich M beschreiben. In diesem Falle entfällt der x²-Term. Die Gleichung ist dann minus 4x plus 1 gleich 0. Das ist eine Gleichung ersten Grades. Hier macht es also keinen Sinn, ein Delta zu berechnen. Diese Gleichung lösen wir sofort, finden als Lösung ein Viertel und stecken diese Lösung in die Lösungsmenge. Zweiter großer Fall, wenn die Vorzahl von x² nicht 0 ist, das heißt hier, wenn m nicht 2 ist, dann ist das effektiv eine Gleichung zweiten Grades. Und dann macht es auch Sinn, Delta zu berechnen. Tun wir das auch. Delta, das b² minus 4ac und dieses Delta berechnen wir dann, bis es schön faktorisiert ist. Jetzt müssen wir diskutieren, weil dieses Delta den Parameter m enthält. Die Diskussion führt natürlich zu den drei Fällen, entweder Delta ist 0 oder Delta ist streng negativ oder Delta ist streng positiv. Schauen wir den ersten Fall, wenn Delta 0 ist. Wenn Delta 0 ist, dann bedeutet das, dass dieses Produkt hier 0 ist. Also ist 6 minus m 0, was wiederum bedeutet, dass m 6 sein muss. Und in dem Fall, wo m 6 ist, das heißt in dem Fall, wo Delta gleich 0 ist, hat die Gleichung eine einzige Lösung, die man berechnet durch minus b geteilt durch 2a. Also minus die Zahl minus 4 geteilt durch 2 mal diese Zahl m minus 2. Wir sind aber in dem Fall, wo m 6 ist. Also wird dieses m durch 6 ersetzt, was dann sofort zu der einzigen Lösung ein halbes führt. Zweiter Fall. Wenn Delta streng negativ ist, dieses Produkt ist streng negativ dann und genau dann, wenn 6 minus m streng negativ ist. So. Und das ist der Fall dann und genau dann, wenn m streng größer ist als 6. Da sind wir in dem Fall, wo Delta streng negativ ist. Dann hat die Gleichung zweiten Grades gar keine Lösung. Die Lösungsmenge ist leer. In dem Fall, wo Delta streng positiv ist, das heißt, dieses Produkt ist streng positiv, weil 4 es aber schon ist, bedeutet das, dass 6 minus m streng positiv sein muss. Und das wiederum bedeutet, dass m streng kleiner sein muss als 6. In dem Fall hat die Gleichung zweiten Grades zwei verschiedene Lösungen, die man berechnet durch die Formel x gleich minus die Zahl b plus minus Quadratwurzel von dieser Zahl Delta geteilt durch 2 mal die Zahl a. Minus minus 4 ergibt 4. Diese 4, die unter der Wurzel multipliziert, die darf aus der Wurzel raus und wird zur 2. Aus dieser 2 und dieser 4 können wir dann noch eine 2 ausklammern und diese mit der 2 da unten kürzen. Das führt dann sofort zu diesem Bruch, den man nicht mehr weiter berechnen kann. Also stecken wir diese zwei Lösungen sofort in die Lösungsmenge hinein. Und so haben wir alle möglichen Fälle diskutiert. Die Diskussion ist somit beendet. Aber was bringt das jetzt, so eine Diskussion? Das dient dazu, ganz viele Gleichungen dieser Art auf einen Schlag zu lösen. Zum Beispiel, wenn m 1 ist. Wenn m 1 ist, dann ist diese Gleichung folgende. Minus x² minus 4x plus 1 gleich 0. Die brauchen wir aber nicht mehr zu lösen. Wir haben das hier nämlich schon erledigt. Wenn m 1 ist,
dann ist m nicht 2, also sind wir im großen Fall b. M ist 1, das bedeutet, m ist streng kleiner als 6, also sind wir im Fall b 3. Die Lösungen sind dann sofort hier abzulesen, indem man m durch 1 ersetzt. Dann macht das 2 plus minus Quadratwurzel aus 5 geteilt durch minus 1 und fertig. Wenn m 2 wäre, wenn m 2 ist, sind wir im Fall groß A, dann ist die Lösung 1 Viertel, fertig. Wenn m 3 ist, wenn m 3 ist, sind wir im Fall B, dann ist m ja nicht 2 und m ist streng kleiner als 6, also sind wir wieder in diesem Falle hier. Wir brauchen dann nur da und da m durch 3 zu ersetzen und finden sofort die Lösung dieser quadratischen Gleichung. Wenn m zum Beispiel 10 ist, dann sind wir trotzdem im Fall b, dann ist m ja nicht 2, aber dann ist m streng größer als 6. 10 ist ja streng größer als 6. Wir wissen also, für alle m-Werte streng größer als 6 gibt es gar keine Lösung. Für 10 gibt es also keine Lösung. Dazu dient eine solche Diskussion. Jetzt kommen wir nochmal auf unsere normale Gleichung zweiten Grades zurück, ohne Parameter. Um diese Gleichung zu lösen, würde ich das auch mit Delta machen, weil Summe und Produkt, die Summe ist 11 Drittel, das Produkt ist minus 4 Drittel, das ist nicht so einfach zu erraten, dann denke ich, dass Delta schneller geht. Also berechnen wir die Diskriminante Delta, b² minus 4ac, und stoßen so auf 169, Zahl, die streng positiv ist. Diese Gleichung hat also zwei Lösungen, und zwar minus b plus minus Quadratwurzel aus Delta geteilt durch 2 mal a. Das ist dann 11 plus minus 13 auf 6 und führt sofort zu diesen zwei Lösungen, 4 und minus 1 Drittel, die wir dann auch in die Lösungsmenge hineinstecken. Übrigens, ein moderner wissenschaftlicher Taschenrechner kann solch eine Gleichung zweiten Grades auch lösen. Es ist gut zu wissen, wie das mit Taschenrechner funktioniert. Es ist aber trotzdem besser, es auch selbst zu können, denn der Taschenrechner kann keine parametrischen Gleichungen diskutieren. Schauen wir jetzt mal, wie man das mit Taschenrechner macht. Hier bei unserem Casio. Wir gehen sofort ins Menü, fahren dann mit dem Cursor zum Feld der Gleichungen, das ist hier das Feld A, und bestätigen diese Auswahl mit Enter. Hier sind dann zwei Kategorien von Gleichungen. Die erste Kategorie, da sind die Gleichungssysteme versteckt, und in der zweiten Kategorie die Polynomgleichungen. Das hier ist ein Polynom, das ist ein Trinom zweiten Grades. Also wählen wir hier die 2 und sofort fragt der Taschenrechner den Grad des Polynoms. Er kann also Gleichungen zweiten, dritten und vierten Grades lösen. Hier ist die Gleichung zweiten Grades, also wählen wir die 2 und sofort erscheint im Display das Trinom zweiten Grades, so wie wir es auch schreiben, ax² plus bx plus c. Der Taschenrechner erwartet jetzt die Eingabe der Vorzahl von x². Die ist hier 3. Also geben wir die 3 ein und bestätigen mit der Enter-Taste. Jetzt wartet der Taschenrechner auf der Vorzahl von x mitsamt dem Vorzeichen. Das ist hier minus 11. Wir geben ein minus die 11 und bestätigen wieder mit der Enter-Taste. Jetzt noch den Term c mit dem Vorzeichen, hier ist das minus 4, also minus 4. Wir bestätigen durch Enter. Jetzt tippen wir nochmal auf Enter und jetzt steht hier die vollständige Gleichung zweiten Grades und sofort steht auch x1, die erste Lösung, das ist 4, stimmt, und nach der Enter-Taste nochmal gedrückt, stellen wir voller Freude fest, dass die zweite Lösung minus 1 Drittel ist, was stimmt. Somit haben wir die Gleichung zweiten Grades ganz gründlich durchgenommen.